Ich gebe dir heute 5 Tipps, mit denen du deine Delays aufmotzen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz bevor wir loslegen, falls du neu beim Mixing bist, falls du dich noch nicht so richtig wohlfühlst und ein bisschen verloren vor deinem Mixen sitzt und ich weiß, was soll ich jetzt eigentlich als erstes machen, wie fange ich eigentlich beim Abmischen an, wann kommen Effekte wie EQ, Kompression, Hall und Delay nacheinander, wie bearbeite ich das, dann empfehle ich dir mein PDF Speed Mixing. Da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen und logisch aufeinanderfolgenden Schritten zum perfekten Mix kommst. Das PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Sehr empfehlenswert, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Ich benutze sehr gerne und sehr oft Delays in meinen Produktionen, da sie sowohl Gesang als auch Instrumente sofort interessanter machen und dir auch gute Dienste bei der Tiefenstaffelung, also bei der räumlichen Verteilung der Elemente, helfen können. Ein Delay einzusetzen bedeutet aber nicht, einfach einer Phrase oder einem Wort 2 oder 3 Wiederholungen hinzuzufügen. Mit einem Delay kannst du viel mehr machen, insbesondere wenn du es mit anderen Effekten kombinierst. Und deswegen gebe ich dir jetzt 5 Tipps, mit denen du deine Delays aufpimpen kannst. Wir hören zunächst mal an dieses Beispiel hier kurz rein. Du hörst also, wir haben hier so ein Backing-Vocal-Arrangement. Es klingt ganz gut, aber sehr, sehr trocken. Und deswegen möchte ich es jetzt mit ein bisschen Delay versehen, um es einfach ein bisschen lebendiger zu machen. Dazu lege ich mir hier als erstes ein Delay als Effect-Return an. Ich nehme hier Logic's Tape Delay direkt. Das lege ich mir auf Bus 1. Und du siehst, ich habe mir hier schon einen Send angelegt auf die Backing Vocals und kann jetzt hier den Send hochdrehen. Und dann hören wir uns jetzt mal an, wie das Delay in der Grundeinstellung klingt. Ich habe es jetzt einfach nur reingeladen und erstmal gar nichts verändert. Und hier kann ich es jetzt zufahren. Ich mag das Tape-Delay, weil er so ein bisschen Tape-Saturation hier mit drin hat und weil das nicht ganz so crisp klingt, nicht ganz so präsent, dieses Delay. Ich mag gerne die Delays, wenn sie so ein bisschen dumpfer klingen. Und deswegen ist das Tape-Delay hier von Logic selber perfekt. Wenn du so einen Effekt wie zum Beispiel Delay oder Hall als Send anlegst, dann solltest du den Wet-Anteil immer auf 100% drehen, damit du wirklich auch alles hörst und dann hier den Anteil über den Send steuern bei der Originalspur. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 1, wie du dein Delay aufpimpen kannst, und das ist ganz einfach über Reverb. Das ist eine Technik, die sehr oft angewandt wird. Du kannst das Delay somit ein bisschen sanfter und geschmeidiger machen und es ist nicht so prominent und so laut. Und zweitens kannst du es auch ein bisschen weiter nach hinten rücken. Die Originalspur, das hilft dir für die Räumlichkeit und für die Tiefenstaffelung. Ich habe hier in Bus 2 schon das Chroma Verb geladen. Das ist auch ein Reverb direkt von Logic selber. Und wir suchen jetzt uns hier einen Vocal Hall raus. Ich gehe einfach mal auf Halls und dann auf Long Vocals. Das ist hier ein längeres Reverb. Wet-Anteil ist auf 100, das ist in Ordnung. Und auch hier mache ich es jetzt so, dass ich direkt hier das Tape-Delay, also nicht die Originalspur, sondern das Tape, die Tape-Delay-Spur, den Effekt-Return, mit etwas Hall versehe. Und dann hören wir uns den Effekt hier mal an. Ich drehe auch wieder hier Bus 2, diesen Send hier hoch und dann werden wir das Delay verhallen. Und du hörst schon, das war jetzt natürlich übertrieben am Schluss, aber du hörst mit so einem Reverb, einem hochwertigen, schönen Reverb, das auch nicht zu viel Höhenanteil hat, kannst du das Delay schön nach hinten in den Mix drücken und es ist nicht ganz so weit vorne drin, sodass es eventuell die Lead-Vocals stört. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Jetzt versuchen wir, unsere Delays noch ein bisschen ungewöhnlicher klingen zu lassen, und zwar indem wir einen Pitch-Shifter hineinladen. Und zwar hinter das Delay-Plugin. Ja, also nicht auf die Originalspur, nicht auf die Backing-Vocals, sondern hinter das Delay-Plugin im Effect-Return-Bus. Mit diesem Pitch-Shifter kannst du jetzt normalerweise eigentlich Stimmen verstimmen, nach oben und nach unten. Das siehst du hier in Halbtönen oder in Sends. Aber wir verstimmen jetzt die Delays, also die Wiederholungen. Ich mache hier mal den Mix auf 100%, weil wir hier auch wieder im Send sitzen. Und wir verstimmen jetzt die Delay-Wiederholungen oder die Wiederholungen hier eine Oktave nach unten, 12 Halbtöne. Ich lasse es erstmal aus und dann schalte ich zu. Du kannst natürlich auch 12 Halbtöne nach oben verstimmen, das wird dann eher wie Mickey Mouse klingen. Okay,
Also vielleicht in dem Fall eher dann doch 12 Halbtöne nach unten. Kommen wir zum nächsten Tipp. Nachdem wir jetzt diese Backing-Vocals hier verstimmt haben, können wir es auch noch eine Nummer extremer machen und wir können das Delay autotunen. Dazu habe ich jetzt hier auf die Lead-Vocals ein Autotune-Plugin eingesetzt. Das ist auch wieder Logic's internes. Und ich weiß, dass der Song hier in C-Moll ist, also nämlich hier Minor Pentatonic. Und hier geht wieder dasselbe. Ich autotune also nicht die Vocalspur selber, sondern ich autotune das Delay. In diesem Fall habe ich jetzt das Pitch Correction oder Autotune Plugin vor dem Delay eingesetzt, weil ich so ein besseres Ergebnis bekommen habe, als es danach einzusetzen. Das ist was anderes, wie wenn ich es hier direkt einsetzen würde, weil ich kann ja auch hier die Pitch Correction über den Send steuern, mit dem ich auch das Tape Delay steuere. In dem Fall ist das Boost 3. Ich habe hier meinen Send Boost 3 und lasse es mal solo laufen und dann pitchen wir es mal hart, indem ich hier die Response runterziehe. Oh, oh. Du hörst also, hier haben wir so diesen wabernden Sound und es flimmert so ein bisschen diese Delay-Fahne. Das hört sich recht spannend an. Hören wir das mal im Gesamtmix an und ich versuche jetzt hier über Boost 3 diese Delay-Fahne hier ein bisschen im Mix einzubetten. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und das ist das Delay mit Tretminen oder Stompboxes zu verwenden, die eigentlich Gitarristen benutzen. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Signalkette, die ich hier gebaut habe. Die Lead Vocals hier haben einen Send-Anteil von diesem Tape Delay. Das heißt, das Delay kann ich hierüber steuern, wie wir es jetzt die ganze Zeit hatten. Und dieses Tape Delay hier sende ich wiederum an einen Effect Return, wo das Pedalboard hier drin sitzt. Das ist Logic's Pedalboard. Und zwar ist der auf Boost 4 und hier habe ich jetzt einen Send-Anteil. Hier kann ich das steuern, wie stark die Effekte hier zu hören sind. Boost 2 ist einfach nur wieder ein bisschen Reverb. Also, ich habe hier Logic's Pedalboard und hier habe ich einfach ein Preset gewählt, Fascinating Flange. Und habe ein bisschen an der Rate, glaube ich, nur zurückgedreht, weil es etwas zu heftig war. Ich lasse es ausgeschaltet und schalte es dann zu. Auch das klingt sehr gut und es ist ja auch nichts Neues, dass so ein paar Tretminen einer Vocalspur nicht unbedingt schaden müssen. Eher im Gegenteil. Was auch sehr interessant ist, ist ein Wah-Wah-Effekt einzusetzen, also ein Wah-Wah-Pedal auf die Vocals. Auch hier kann es spannend werden. Ich schalte sie mal solo und ich kann jetzt hier dieses Wah-Pedal über meine Maus einfach steuern. Ich könnte es auch über einen MIDI-Controller machen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich gehe einfach mit der Maus hier hin und her. Lass uns mal solo laufen. In Tipp Nummer 5 versehen wir unser Delay mit einem Autofilter. Ein Autofilter ist ein Filter, der selbstständig irgendwelche Filterfahrten macht, zum Beispiel mit einem EQ oder mit irgendeinem anderen Parameter von irgendeinem anderen Plugin. Nochmal kurz zur Signalkette. Hier sind wieder unsere Backing Vocals und ich habe hier einen Autofilter angelegt, den erkläre ich dir gleich. Der sitzt hier im Effect Return auf Boost 5. Den Autofilter habe ich in diesem Fall wieder vor dem Delay geparkt, weil es so besser geklungen hat. Ich habe auch hier wieder ein Preset ausgewählt, Panning Bandpass. Das ist ungefähr das gleiche, wenn du mit deinem EQ eine Filterfahrt über bestimmte Frequenzbereiche machst und die anhebst. Das macht dieses Plugin hier automatisiert. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, jetzt hier automatische Filterfahrten zu machen. Du kannst LFOs automatisieren, Envelopes, Distortion, was auch immer. In diesem Fall ist es jetzt aber der EQ. Ich schalte also Send 5 ein und fahre hier diesen Autofilter dazu. Oh, 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 oh. Hören wir uns jetzt zum Schluss nochmal eine Kombination aus verschiedenen Delay-Effekten an, die mir am besten gefallen haben. Oh.
Jetzt interessiert mich natürlich sehr, wie du deine Delays einsetzt und insbesondere interessiert mich, welches Delay du benutzt, weil ich weiß, dass fast jeder ein Lieblingsdelay hat. Benutzt du ein Stock-Plugin aus deiner DAW oder benutzt du ein Plugin von einem Drittanbieter? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du dich nicht nur für Delays, sondern auch für Reverbs, also Hall-Effekte interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich dir ganz genau die wichtigsten Parameter eines Hall-Plugins und wie du sie optimal einsetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dann!